Susanne Müller-Zandorp, freue mich, dass ich Zeit habe, ein paar grundsätzliche Fragen zu beantworten, die unsere Kunden und ihr habt, hauptsächlich um das Thema Reputation und Positionierung. Und heute schauen wir uns an, was eine Reputationskrise kostet. Dauert insgesamt 7 oder 8 Minuten und das ist es ja vielleicht auch wert, die eigene Reputation. Ich lade mal meine Präsentation und das dauert einen Moment, da sind relativ viele Bilder drin und hier ist sie schon. Ich habe wieder ein paar interessante Leute rausgesucht und zwar haben wir hier jetzt ein paar Sportler, Internet, Community und ja, noch jemanden ganz Unbekanntes. Also, los geht's. Wir fangen an mit Mesut Özil, der in Katar ganz gemein wieder unter die Lupe genommen worden ist. Hier sieht man die Scheichs rumsitzen mit Karikaturen von ihm, ganz unangenehm. Und das ist auch für ihn eine super teure Angelegenheit. Nach wie vor, er hatte zunächst mal, als er bei Arsenal noch war und unglücklich getweetet hat, hat man ihm 12,5% Gehalt abgezogen. Damit war er nicht einverstanden. Dann ist er ganz rausgeflogen. Und das ist minus 20 Millionen im Jahr. Natürlich nicht jeder verdient so viel, aber es gibt Leute, die verdienen auch noch mehr und verlieren auch Geld. Und das ist zum Beispiel hier Elon Musk, der im Dezember gefragt hat, wollt ihr mich als CEO von Twitter? Und darauf hat seine Tesla-Aktie ganz massiv reagiert. Die ist ab 5. Dezember 2022 runtergegangen, um bis Stand heute Ende des Jahres 32%. Und das ist viel Geld, das ist in seinem persönlichen Vermögen als 15% Anteilseigner minus 18,89 Milliarden US-Dollar auf dem Papier zwar, aber trotzdem was für ein Betrag. 7 Millionen davon hätte er gerne an Peter Zatko gegeben. Das war im Sommer. Peter war von Elon Musk als Security-Chef von Twitter angeheuert worden und dann später haben sie sich massiv zerstritten. Peter wurde zum Whistleblower und hat bei der amerikanischen Regierung gegen Twitter und gegen Musk ausgesagt. Das wollte Musk verhindern und hatte 7 Millionen Dollar angeboten, sozusagen Schweigegeld. Peter hat das abgelehnt, also hat er auch keine 7 Millionen und hat auch keinen Job. So, nicht ganz so teuer, aber auch sehr, sehr schlecht für die Reputation, wenn man im Sport Dinge behauptet, die nicht stimmen. Und das passiert manchmal bei den 8000er Bergen. Ihr wisst, dass ich da auch gerne selber mal bin. Und hier sieht man die Grace Tseng, die wollte die jüngste Frau sein, die 12 8000er bestiegen hat. Zwei fehlen ihr noch, aber das wird in Zweifel gezogen, beziehungsweise ist jetzt von einem sehr renommierten Portal belegt worden. Stimmte gar nicht, was sie da gemacht hat. Fazit, keine Sponsoren und diese Trips sind unendlich teuer, wenn man mit so einer Entourage unterwegs ist wie Grace. Ja, und hier gibt es einen Menschen, wie man ihn ganz, ganz häufig findet, den man eigentlich gar nicht kennt, der nicht auffällt, der einen guten Job macht und der im Internet dann irgendwie unter die Räder gerät und von jemandem verunglimpft wird. Ganz schrecklich, als perverser Verrückter dargestellt. Es wird vor der Familie gewarnt. Alle Kinder werden in den Misskredit gezogen. Der Neffe findet keinen Job. Und hier braucht es extrem viel anwaltliche Hilfe. Das kann Jahre dauern, das Netz wieder von sich selbst zu säubern, sozusagen, wenn es überhaupt gelingt. Das Problem, das hat der Kaspar Rohrstedt nicht. Der ist als ein ausgehender CEO von Adidas, aber dafür verantwortlich, dass hier gerade 250 Millionen Euro weniger in die Kasse kommen am Ende dieses Quartals. Und das hat damit zu tun, dass es sehr viel kostet, die ganzen Klamotten und Schuhe, die er zusammen mit Kanye West, also inzwischen Ye,
produziert hat, dass die alle vernichtet werden müssen. Denn man hat sich viel zu lange darauf eingelassen, dass Kanye West sehr antisemitische Bemerkungen gemacht hat und Adidas stark diskreditierte. Also die Kosten für das Einstampfen der Produktpalette, der Produktstätte. Das nimmt ihn aber sicher von der Liste der CEOs mit gutem Image. Hier war er 2018 noch die Nummer 1. Das ist vorbei. Also er wird auch persönlich dafür bluten, weil diesen Job mit diesem Gehalt bekommt er nicht mehr. Was kosten Krisen? Zunächst mal, es lohnt sich dazu, das Buch von Peter Singer, Like War, The Weaponization of Social Media. Danach hat man eigentlich keine Illusionen mehr. Die PR-Agentur Fleischmann Hellert sagt, eine Krise kostet 42 Mal mehr, als die Kosten vorzubeugen. Es geht um hunderte Millionen Dollar Shareholder Value, verlorene Kunden, also irgendwas zwischen 60.000 und 550.000 Dollar werden hier für eine Krisenbewältigung ausgegeben, aber die Krise selber, hunderte Millionen könnte sie kosten. Alles das ist ein bisschen blumig, also man könnte auch sagen, könnte von ChatGPT stammen. Lass uns ein bisschen konkreter werden. Hier ist das Modell, das wir bei CEO Positions verwenden, um Company-Reputation und den Verlust von Reputation zu berechnen. Also gut, gehen wir davon aus, dass eine Company X, sei sie börsennotiert, sei sie privat, eine Marktkapitalisierung von 70 Millionen hat. Nur mal als Beispiel, also nicht zu groß, nicht zu klein. Und 38% dieser Marktkapitalisierung, sagt man, das ist der Reputationswert. Also richtig viel, fast 40%, ja, basiert einfach schlicht nur auf der Reputation des Unternehmens. Und wenn jetzt ein Reputationsschaden eintritt, dann sagt man, dass das bis zu 30% der Marktkapitalisierung kosten kann, die sich allerdings wiederherstellen lassen, aber 8% bleiben typischerweise verloren. Also in unserem Falle, der Verlust wäre 20,9, dauerhaft verloren 5,5. Und das ist schon für ein Unternehmen, das 70 Millionen Marktkapitalisierung hat, eine ganze Menge. Jetzt nehmen wir mal an, dass das Unternehmen vorbeugt und positive Dinge unternimmt, um die Reputation zu stützen, dann würden wir empfehlen, dass man das immer mit einem Wert von 0,7 des Reputationswertes vom Unternehmen bemisst. Also das heißt, dass man hier im Jahr 185.500 Euro budgetiert und auch verwendet. Und wenn man das jetzt mal hochrechnet, dann will diese verlorenen 5,5 Millionen, die sind 30 Jahre lang dieser Betrag von 185.000 Euro. Das heißt, es lohnt sich enorm, dieses Geld auszugeben und vorzubeugen. Und wir können nur dazu raten. Schaut man sich zum Beispiel die Adidas-Webseite an, dann sieht man, dass es eigentlich gar nicht so viel kostet, seine Reputation zu pflegen. Hier haben wir gesucht auf der Webseite nach Reputation und hier steht, ja, das sind die Themen, die unseren Ruf beeinträchtigen können. Und dann sagt es mehr erfahren, das System. Und dann sagt man, wollen wir mehr erfahren? Wie sieht Adidas? Und dann bekommen wir eine Seite, wo man sagt, oh, wir machen gerade Wartung. Und da hätte man ja nur wirklich investieren können und diese Seite besser pflegen, gerade angesichts des aktuellen Ereignisses. Fazit. Merken Sie sich die Zahlen, 38% ist der Schaden, 30% kann man recovern, 8% bleiben verloren, 0,7% investieren. Immer von der Market Cap ausgehend. Und wenn sie nicht börsenkotiert sind, dann Market Cap schätzen. Wenn man eine Privatperson ist, hat man auch eine Marktkapitalisierung. Also Reputationsschäden exorbitant teuer mit steigender Tendenz. Dinge werden auch hier inflationär teurer.
Die Reputationsvorsorge kostet Geld und macht Arbeit, ja, aber sie lohnt sich, sie nützt. Danke. Und wir bei CEO Positions können helfen. Wir haben eine Menge gemacht zum Thema Personal Branding, Reputation für Unternehmen, kennen uns gut aus, lieben Vorbeugen. Ich würde fast behaupten, die Unternehmen, für die wir arbeiten, die geraten nicht in die Krise, aber das ist ein bisschen überheblich fast. Also wir müssen die Daumen drücken. Bislang ist es halt für unsere Kunden immer sehr gut gegangen. Und tschüss.